Ich wollte jetzt erstmal wieder einen Minecraft-Part aufnehmen und dann bin ich jetzt im fünften Teil des Minecraft Eisenkohle Gold Let's Plays dran. Guck mal, ob ich hier ist noch nicht fertig. Aber ich glaube, ich könnte ihn den Boden mal ersetzen. Wäre mal schön, wenn ich den Boden hier ersetzen kann. Dass er nicht hier aus Stein, sondern nicht aus Erde und Gras besteht. Sondern dass er aus Holz besteht. Sieht einfach schöner aus. Und da ist ein Gangknot. Da habe ich mich jetzt auch wieder dran. Also es kann natürlich gerne auch bei mir jemand einen Gangknot gegen mich antreten. Gangknot hat sich ja Henry Schach. Das ist ja Schach. 64 Eisenbahn fertig, da kann natürlich noch das Gold rein. Und hier wieder Gold dazu. Da habe ich noch ein bisschen Eisen, ja, da habe ich noch ein bisschen Eisen. Die Eisenbahn kann auch hier weg. 32 Diamanten habe ich. 64 Eisenerze. Ist hier noch irgendwo Platz? Hier kann es noch rein. Habe ich da 64, da 64, da 54. Also 54, dann fehlen mir noch 10 Stück. Ich muss nur noch 10 Blöcke Gold abbauen. Fackeln habe ich. Welche da war ja 2 und dann noch ein 64 Stack voll. Gold wollte ich abbauen und zwar 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 für Enderman. 9, 10, gerade wieder hoch. Dann kann ich immer das Eisen und das Gold abfarmen. Also wie kann ich das am besten mit der CPU ausnutzen, das mit der RAM? Also ich habe, was ist draußen, ist tagsüber. Mittag ist es. Dann wollte ich ja hier noch den Boden ersetzen. Und jetzt habe ich auch erstmal das Gold voll. Ich kann die Truhe mit Gold voll machen. Und dann den Ofen mit Gold voll machen, dass die 64 Stacks sind. Dann habe ich hier verzaubertes Buch, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Knochen nehme ich lieber immer mit. Pilze brauche ich nicht. Dann brauche ich Eisenerzen, nehme ich mit. Weizenkörner, oh, die kann ich ja da, kann ich ja hier auch pflanzen. Und erstmal wollte ich hier noch den Boden. Dann müssen wir halbieren. Halbieren habe ich nämlich so 64 und 8. Da ziehe ich jetzt mal Fichtenholz hin. Weil die Wand ja sowieso schon auf Fichtenholz besteht, mache ich dann auch den Boden hier aus Fichtenholz. Das sieht einfach schön aus. Dann sieht ja unter dem Bett auch ja das, was das für Holz ist. Das ist das Holz hier. Zack, so ist das erstmal mit Holz voll. Ich könnte natürlich hier das auch noch wegschaufeln. Schaufel ist kaputt. Sieht das hier noch ein bisschen schöner aus. Hier alles, wie man hier sieht, alles ist Holz besteht. Nur dass dieser Holzblock noch weg kann und muss. Hier sind wieder 18 Kohle fertig, muss ich hier wieder ein bisschen Kohle brennen. Da liegt immer Holz im Setz, dann kann ich erstmal hier die ganzen Bäume abbauen, um Nachschub für das für die Kohle zu sorgen. Kohlenachschub, um die Öfen zu befeuern. Weil aus dem Holz mache ich nämlich immer die Holzkohle. Die hat jetzt seit ein paar Versionen eine veränderte Textur als gegenüber der normalen Kohle. Was ich eigentlich gut finde. Dann natürlich erstmal das Holz hier rein. Oben ist ja noch ein bisschen Holz drin, deswegen kann ich das hier noch aufsparen. Jetzt warte mal, bis die Setzlinge rausploppen. Die ich hier einpflanzen kann.
Und dieses Loch hier mache ich mal zu. So, das Loch ist zu. Und jetzt mache ich hier mal noch das Obsidian ein bisschen weg. Brauche ich mal ein Obsidian ab. Dann brauche ich ja gar nicht. Brauche ja kein Obsidian abbauen. Ich könnte ja auch hier schon mal dazu bauen. Na, sehen wir mit Erde auffüllen. Dann mal hier das kleine Loch rein. Und den Rest fülle ich schon mal auf. So, schon mal. Und da liegt jetzt alles voll Setzlinge. Da sind viele Setzlinge hier rausgeploppt. Das ist dann sozusagen die Baumzuchtfarm. Jetzt könnte hier eigentlich das nur Birken umsteigen, also dass nur noch Birken stehen. Da fällt hier natürlich noch die Bäume. Verteilen wir noch Bäume. Jetzt habe ich hier noch Setzlinge. Warten, weil die Kohle ist. 14 Stück wurden hergestellt. Da ja noch ein bisschen Tannenholz. Hier sind 64 drin, hier sind 64 und hier sind 64. Das heißt, ich kann ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reinpacken jeweils. So, wieder 8. Nochmal 8. Das ist alles, was noch später gebrannt werden muss. Und was hier alles schon hergestellt wurde, also mit ganzen Gold- und Eisenbahn, damit ich später richtig eine schöne Schienenstrecke legen kann. Rot habe ich jetzt schon 2. Und ich wollte das ja hier auf 3 Blöcke erweitern, das heißt, muss ich eigentlich das Haus erweitern. Wie spät ist es? Und das würde ich in dem Tag nicht mehr schaffen. Das muss ich jetzt am kommenden Tag machen. Am kommenden Tag muss diese Erweiterung geschehen. Ich warte nochmal hier ab, dass es die Nacht geworden ist. 14 Weizen habe ich immerhin schon. Damit nehme ich nochmal die restlichen Sätze hier ein. Da liegt ja nur einer. Stark ein Birkensetzling. Oh, es wird schon dunkel, also muss ich bald sehen. Also die letzten Blattblöcke kann ich ja noch abbauen hier. Die letzten Setzlinge noch rum. Kann ich hier durch den reinen Birkenwald, der hier entstehen soll, kann ich natürlich daneben einen reinen Eichenwald herstellen. Und wieder schlafen gehen. Was kann ich jetzt noch wegpacken? Also zwei Sticks brauche ich nicht. Ein Brot nehme ich dazu. Sonst dieses wegzuschmeißen, erst einmal nicht. Ich könnte aber eigentlich den Zaun erweitern hier oben. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr. Obwohl, das ist ja eigentlich das Eichenholz, nein, das Birkenholz, das ich habe. Was ist denn das Birkenholz, das wir verwenden? Da kann ich, hier sind ja schon 64 Sticks. Zack. Dann nochmal ein Zauntor aus Birkenholz machen. Da habe ich jetzt mal 48 normale Zäune, die Eichenzäune brauche ich nicht. Jetzt muss ich natürlich den Lavasee auch zubauen, damit ich noch ein bisschen Erde habe. Weil Obsidian brauche ich ja mal endlich mehr. Erde muss ich dann noch mitnehmen. Und baue das dann hier zu. Mit dem Obsidian.
hier natürlich auch die Steinblöcke weg. Der Stein kommt hier auch raus, damit hier schon Erde entkommen kann. Kann ich nämlich eventuell hier die Weizenfarm erweitern. Wenn hier alles schon auf Erde ist, dann kann ich ja auch hier diese Farm erweitern, hier vom Birkenzäune hin. Verbinden sich so schön gegeneinander. Wie viele sind das denn jetzt hier jeweils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sind das. 1, 2, hier brauche ich ja nur 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und ich brauche eine neue Schaufel. Aber immer wieder wird der Weizen jetzt fertig, meine Farm. Auch eine neue Schaufel. Eisen habe ich ja hier noch drin. Da möchte ich ja die Diamanten nicht so gerne verschwenden. Aber ich habe ja die Diamanten, packe ich mal weg. Weil die brauche ich ja, wenn man sowieso nicht. Hier ist ein teilweise abgeholzter Baum. Ich holze sie mal komplett ab. Bin ich ganz hoch. Muss mich dann wieder hochbauen. Aber das sind alles Pläne hier für eine lange Schienenstrecke. Hier ist das eigentlich mit dem Zaun genau umgekehrt. Und das war zu viel. Ich nehme mal hier den Rest noch weg. Gold sieht man da hinten. Sonst gehen wir einmal in den kommenden Tagen mal da richtig hin auf Gold farmen. Das ganze Gold, was da hinten ist, das ist das, was alles abbaue. Ja, noch ein bisschen gleichmäßiger machen. Und hier kommt auch die Zäune rein und hier in der Mitte kommt auch Axt weg, aber dann brauche ich den Zauntor erst einmal nicht. Aber ich will den Zaun erstmal nicht, die letzten gebraucht auch nicht. Ich brauche eigentlich eine weitere Truhe. Kann ich natürlich mit dem Birkenholz sowieso noch machen. Erstmal hier die ganzen Bäume platt gemacht. Und die Tannenbäume kann ich ja wiederum hier daneben pflanzen. Natürlich hier ein bisschen Erdgewinn machen. Und abbauen hier und das wieder im Baum. Den lasse ich erstmal stehen. Ich glaube, dass wir einfach schneller alles abbauen, diese ganzen überschüssigen Erde hier. Und eigentlich hätte ich das hier auch einfach höher setzen können, aber das wollte ich nicht. Wollte ich das alles auf gleicher Höhe haben. Dann mache ich mir die ganze Erde weg. Was natürlich die Schaufel relativ schnell aufbraucht. Aber dafür kriege ich jetzt noch wieder ein bisschen Erde. Ich hatte nämlich Erdmangel. Deswegen konnte ich jetzt diese Erde, die ich hier abbaue, gut gebrauchen auch. Um spätere Sachen irgendwie zubauen zu können mit Erde. Natürlich dieser kleine Hügel, der kommt auch weg. Wie wir alles hier auf gleiche Höhe gebracht haben, kann es ein paar Parts dauern. Sonst müsste ich hier auch einen Hauptbahnhof bauen. Also sonst könnte in der Richtung eine Art Hauptbahnhof kommen, wo ich dann in alle Richtungen fahren kann und dann noch einzelne kleinere Bahnhöfe, wo man immer anhalten kann, aufsteigen kann. Und man fährt immer erst raus, man ist sozusagen erst ein bisschen von der Linie abfährt. Da braucht man die Schaufel mal komplett auf. Die Linie auch nochmal weg. Der Baum ist relativ ertragarm, weil er
Nur so 5-6 Blätter hat. Die sind jetzt auch nochmal Setzlinge. Setzlinge nehmen natürlich auch mit. Und vor allem müsste ich ja die Bäume hier umpflanzen. Hier die Tannenholz brauche ich ja natürlich auch, habe ich ja noch genug, mit 13 habe ich immerhin. Und hier ist natürlich noch viel mehr davon. Hier könnte ich eigentlich mal das ganze Birkenholz auch verpflanzen, dann mache ich mal hier die ganzen Birkensätze hier weg. Und dass das normale Eichenholz reinkommt. Also hier sollte man das normale Eichenholz hin. Wenn da Birkenholzzäune sind, dann sollte da auch Birken hin. Also baue ich das jetzt erstmal um eine eigenständige Baumfarm. Hol ich mir das Holz hier weg. Dann packe ich hier das Holz schon mal hier rein. Dann packe ich hier die Birkensetzlinge rein. Das ist immer Platz für 7 Setzlinge. Hier muss natürlich dabei ein Stein noch weg. Dann liegen schon wieder so einige Setzlinge rum. Packe ich hier wieder rein. Da sind Eichen wieder, na, Birken wieder zerfallen hier. Hier liegt noch ein Birkenholzblock. Ich will nämlich die Eichen schon mal hinsetzen. Auch wieder 7 Stück. Immer 7 Stück reinsetzen. Und den restlichen Setzlingen. Die restlichen kommen hier weg. Und dann möchte ich noch natürlich noch die Tannenholz-Setzlinge einzeln unterbringen. Da ist noch mehr Holz. Ich muss noch höher bauen. Wird er wahrscheinlich nächsten Tag noch ein bisschen weitermachen. Und es ist auch die Schaufel am Ende. Liegen da noch Setzlinge rum? Nein. Die Sonne geht auch bald unter. So, erstmal Birkenholz und Birkensätze. Da ist dann direkt das Birkenholz. Den nehme ich mit. Möchte noch mehr solches Holz? Nein. Und dann hier das Holz umwandeln. So, ein paar Zäune. Das muss ja jetzt 11 Blöcke lang gemacht werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da reichen die Zaunmenge, die ich habe. Reicht dann aus. Bleiben dann sogar ein paar übrig. Jetzt geht die Sonne auch schon unter. Sollte also erstmal wieder richtig so eine individuelle Baumzucht fahren. Ich kann noch nicht schlafen. Es ist ja schon dunkel draußen. Jetzt kann ich schlafen. Jetzt ist die Tür offen. Oh. Aber ich überlebe. Das hätte da einfach ein Zombie oder Creeper reingehen können. Wäre nicht gut gegangen. Zack. Da ist ja schon die Nahrungsversorgung eigentlich schon relativ gut aufrechterhaltbar hier. Da habe ich 3 extra Samen übrig. Zack. Bis immer alle 80 Squares sozusagen belegt sind. Dann mache ich nochmal den hier weg. Da kommen die ganzen Tannen bzw. Fichten rein. Die züchte ich dort. Und so brauche ich dann natürlich nochmal eine Truhe. Aber das Eichenholz brauche ich ja gar nicht. Die Truhe kommt natürlich hier rein und dann brauche ich natürlich diese Fichtennadeln. Also ein Fichtensetzling heißen die ganz normal.
hol ich mal, glaube ich, habe ich ja noch ein paar hier drin. 51 Stück sogar. 51 Setzlinge. Nehmen wir die drei auch nochmal mit. Da kommen da nochmal die drei da rein. Und da sind 51 Setzlinge. Das ist eine schöne Menge. Das hier werde ich im Leben nie brauchen. So, ich muss die Setzlinge reinsetzen. Zack. Ist halt immer 7 Setzlinge, damit da immer 7 Bäume wachsen. Da liegen noch 4, 5 Birkensetzlinge rum. Die nehme ich natürlich noch mit. 5 Stück, die kommen hier nochmal rein. Damit ich hier immer das Holz hier dazu, ist gedacht, um das hier zu braten hier unten. Also weit ist es dann hier damit fertig. Also damit werde ich auch erstmal hart beenden. Hoffentlich, dass es euch gefallen hat, dann teilt ihn mit Daumen nach oben, teilen, favorisieren, auch gerne abonnieren und dann bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao.